Ja, hallo, mein Name ist Martin Bissig, ich bin Actionfotograf, ich bin Canon Ambassador, komme aus der Schweiz. Ich hatte die Möglichkeit, jetzt während einer Woche die neue Canon EOS R5 zu testen. Heute der letzte Tag, hier mit Matt im Hintergrund, einem Freestyle-Motocrosser. Und ich möchte euch gerne das Potenzial zeigen, das in dieser Kamera steckt, für Film- und Fotoaufnahmen. Die EOS R5 von Canon setzt absolut neue Maßstäbe, wenn es um die Geschwindigkeit geht. Mit dem elektronischen Verschluss schieße ich 20 Bilder pro Sekunde, mit dem mechanischen Verschluss immerhin noch 12 Bilder pro Sekunde und dies bei einer Auflösung von 45 Millionen Pixeln. Also für mich als Sport- und Actionfotograf der absolute Wahnsinn. Wenn ich durch diese Sequenz durchschaue, jedes dieser 20 Bilder ist knackscharf. Dies bei einer offenen Blende von 2.8, also auch der Autofokus, der in diese R5 eingebaut ist, gehört zur absoluten Spitzenklasse. Und da freue ich mich echt drauf, mit dieser Kamera in Zukunft arbeiten zu können. Ein riesengroßer Sprung vorwärts von der EOS R zur R5 ist auch der elektronische Sucher. Ich habe hier etwa 60% mehr Auflösung, 5,7 Millionen Punkte ungefähr, und das merkt man doch schon sehr stark. Für mich fühlt sich an, wenn ich durch diesen elektronischen Sucher schaue, als ob ich durch eine gute alte Spiegelreflexkamera schaue, durch einen analogen Sucher, also echt top. Gerade wenn es dunkel wird oder die Lichtverhältnisse sehr schlecht sind und man nicht mit sehr hohen ISO-Zahlen arbeiten möchte, hat Canon nun mit der R5 ein neues Feature rausgebracht. Nämlich das erste Mal in der EOS-Serie gibt es einen internen Bildstabilisator. Bis anhin kennen wir den Bildstabilisator in den Linsen drin, aber der neue fünfachsige Bildstabilisator in der Kamera arbeitet mit jedem Objektiv, natürlich egal ob Tele oder Weitwinkel. Im Zusammenspiel mit einer Linse mit Bildstabilisator, die zwei kommunizieren miteinander, erreiche ich eine längere Verschlusszeit von bis zu 8 Blendenstufen, kann also bei sehr schwierigen Lichtverhältnissen immer noch aus der Hand fotografieren oder auch filmen. Nicht nur in der Fotografie setzt die Canon EOS R5 absolut neue Maßstäbe. Auch wenn es um die Filmfunktionen geht, spielt diese Kamera in der absolut höchsten Liga mit. Ich kann 8K filmen und dies im RAW-Format, intern aufgezeichnet, ohne zusätzliche Hardware. Oder was für mich auch sehr wichtig ist, um Actionaufnahmen zu machen, ich filme mit 4K-Auflösung mit 100 Frames pro Sekunde. Das heißt, ich kann im Nachhinein eine vierfach verlangsamte Zeitlupe machen aus meinen Action-Shots. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt.